Hallo und herzlich willkommen zur ersten Mod-Review von uns und... Genau. Und heute geht es um den Mod Easy Crafting. Easy Crafting. Ja. Ja. Der wird... Der fügt einen einzigen Block hinzu, den hier nämlich. Den craftet man mit Redstone und Büchern. Also ein sehr einfaches Rezept und der macht halt, dass man aus all seinem, was alles was man im Inventar hat, tut er dann alle möglichen Crafting-Rezepte, die man damit erreichen könnte, anzeigen und man kann die auch gleichzeitig rausnehmen. Ne? Es ist vollkommen mods-kompatibel, dadurch auch sehr hilfreich für besonders schwere Crafting-Rezepte mit viel Aufwand, kann man hier mit einem Klick eigentlich machen. Wir haben hier auch jetzt zum Beispiel solche Mods wie zum Beispiel Soundcraft oder so und dafür ist das einfach ziemlich nützlich. Ja, und hier hat er auch noch so eine Inventarleiste, da kann man auch noch ein bisschen Sachen reinmachen, aber das wird dann nicht dazu gezählt. Also dann die 64 Gold sehen das nicht mehr dazu, wenn ich jetzt wieder reintue, sehen wir, dass wir Gold Tools und alles noch zur Verfügung haben. Und aber die kann ich dann auch sehen, das seht ihr jetzt ja nicht, weil ihr nicht meinen Bildschirm seht, aber ich kann die auch sehen, wenn die hier der Creative MD die in die Zwischenleiste hier tut. Außerdem gibt es jetzt hier noch diesen Kompass, den es ja auch im Creative Mode gibt. Da sieht man alle Items, die es gibt. Die man craften kann. Auch Mods-Items. Und da kann man jetzt einfach draufklicken. Also nicht klicken, einfach nur so drüber fahren. Und dann sieht man halt, wie die gecraftet werden. Also oder was man mit dafür was. Braucht. Also nicht, wie die aufgestellt werden, weil man kann da eigentlich nur draufklicken. Damit und man das schafft. Und durch den roten Hintergrund sieht man, dass man gerade nicht craften kann. Der grüne Hintergrund zeigt an, das kann man gerade craften. Also sehr, sehr hilfreich. Und so kann man auch zum Beispiel nachgucken, wie wird das und das gecraftet, kann man ja auch dann irgendwas suchen, ja. Das ist dann halt so eine kleine, aber feine Mod-Modifikation. Aber eigentlich auch sehr, sehr hilfreich. Also es spart viel, viel Arbeit. Okay. Und Das war es eigentlich auch schon und wir bedanken uns fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.